Ja, hi ho, Digideon dabei wirft. Damit begrüße ich euch beim neuen Let's Play, für das sich die Mehrheit in der Umfrage letztens entschieden hatte. Es ist wie gesagt ein koreanisches Survival-Horror-Game, was wohl kaum einer kennt. Ich kannte es ja auch nicht. es geht darum, dass man als Junge, seiner Geliebten ihr Tagebuch, das man da gesehen hat, und Schokolade bringt zum White Day. White Day ist sowas wie das Pendant zum Valentinstag, wo aber die Jungs den Mädchen Schokolade geben. Ja, klingt natürlich jetzt noch nicht so nach Horror. Ich frag mich, was da horrormäßig ist. Vielleicht ist die Schokolade vergiftet. Nein. Ich habe keine Ahnung. Ja, fangen wir einfach mal das Game an, weil ich hatte ja damals nur für Tests die ersten 10 Minuten oder so angespielt und wir werden es ja sehen, denke ich dann, in diesem Let's Play-Dingens. Ja, wie heiße ich? Ich nehme meinen Kunstnamen. Seiji Murayama. Fragt nicht, Es ist so aus einer Laune heraus, dann vor vielen, vielen Jahren entstanden. Und seitdem benutze ich das in allen Spielen. So, Stator. Dunkel. Producer! Zeichen. Scenario Writer! Zeichen. Zeichen. I see you. Software Engineer, Triple Korean Zeichen. Music Composer, Zeichen. 10 Uhr. Die Uhr schlägt 10. Director, Zeichen. No loading. The day a labyrinth named this. Cool. Ja. Scheint so, als wären wir jetzt in der Schule. Komischerweise. Nein, wir haben uns jetzt hier abends am 13. März um 10 Uhr ins Hauptgebäude Gebiet 1 geschlichen, um unserer geliebten heißen Flamme Schokolade und ihr Schokolade in den Spind zu tun und ihr das Tagebuch wiederzugeben. Ich kann laufen. Naja. Ich kann rennen. Ich kann mir diese Bilder angucken, die ich aber nicht erkennen kann. Das sieht aus wie eine Brücke. Sieht aus wie ein Haus. Auch Häuser. Karte. Bla. Komische Bilder. Tja, was kann ich machen? Ich kann mir... Na, wo war es jetzt? Ich hab's genau gesehen. Ich kann mir diese roten Punkte angucken, die aussehen wie rote, finstere Augen. Ich kann mit der Maus Items untersuchen, Gegenstände untersuchen und sie aufheben. Es ist eine Münze. Damit kann ich Sachen kaufen an Automaten. Und ich kann Türen öffnen. Wunderbar. Wie diese Tür zu einem Klassenraum. Und ich kann das Licht anmachen. Cool. Doch mal etwas. Und es gibt Notizen. Schön. Kommt man nicht aufs Ungewohnte, wenn man es so von Amnesia noch kennt, ne? Ich werde es versuchen, weil es ist ja alles Englisch übersetzt worden, das so spontan auf Deutsch zu übersetzen. Memo des Reinigers. Kim Byung-tae.
Die Harke wurde konfisziert von Kim Hak-yo. Alle Bäume sind gestorben, weil du vergessen hast, den Garten letzte Woche zu wässern. Ich kann den Boden nicht wegen dir sauber machen. Ich werde dir schon morgen deinen Fehler zeigen. Wenn du mutig genug bist, dann komm doch rüber zur PE Cashbox, also wenn man das Rüst. Einige Kinder sagen, Kim Hak-yo ist sehr vergesslich. Also benutzt er die Anzahl der Bälle im PE-Lagerraum als Kombination. Ja, der Kim Hackfleisch-Dingens-Typen ist sehr intelligent, wenn er das macht. Hier ist noch eine Notiz. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wo dieser Raum überhaupt ist, keine Ahnung. Werden wir sehen, ich weiß nicht mal, was PE ist. It's a note. Hey, Ghost Stories 4. Die Frau in der Toilette. Vor einiger Zeit haben Schüler berichtet, sie hätten ein Gesicht in der Wand in einem der Schulkorridore gesehen. Der Direktor und einige andere Lehrer haben versucht, ihnen das Gegenteil zu beweisen und wollten ihnen versichern, dass alles in Ordnung ist und dass sie es vergessen können. Die Geschichten sagen, dass die Schule einst ein Foltergebäude für Gefangene war, zu der Zeit des Japanischen Reiches. Eine Gefangene war eine Frau, die sich wieder sträubte, den Aufenthaltsort ihres Ehemannes bekannt zu geben, der aus der Region wegen irgendetwas hier, Conscription, geflohen ist, nachdem sie brutal gefoltert wurde. Hat man sie in der Toilette eingeschlossen, versiegelt in der Backsteinmauer. Versiegelt mit Backstein. Eingesperrt in einem kleinen Raum, starb sie an der Verhungern. Als man ihren Körper fand, tat man sich schwer, den steifen Körper in den Sarg zu legen. Noch heute wandert sie immer noch umher, nahe des versiegelten Raumes, zeigt ihr gebrochenes Genick denjenigen, die das Unglück haben, sie zu finden. Ja, da fällt mir gerade noch was ein. Ihr seht, unten links ist ein Herz, das zeigt wohl meine Condition an, mein Zustand. Es macht pum 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 pum. Was ich jetzt hier oben noch gesehen habe, Message, das ist nur für Easy Mode, das gibt, glaube ich, Hinweise. Keine Ahnung. Diary ist dann dieses hier. Items ist hier Reißverschluss. Ich finde das sehr hübsch mit dem Reißverschluss. Und die Karte, die wir nicht haben. So. Jetzt gucken wir mal. Wir müssen, glaube ich, die Schokolade bei ihr in den Spind legen. Aber die ist nicht hier. Dafür sind hier ein paar Items. Die können wir noch bestimmt irgendwann gebrauchen. Ich meine, nicht umsonst wird hier schon direkt am Anfang irgendwas liegen, um die Gesundheit wiederherzustellen. Ne, es war das hier. Es ist. Komm schon. So, ihr Bohnenmilch. Ich würde es nicht trinken. Klingt ekelhaft. So, habe ich alles? Habe ich alles? Ich glaube schon. So, jetzt hier in die Toilette rein. Das ist übrigens, was ist das? Das Jungsklo, ne? An alle Mädels da draußen, so sieht ein Jungsklo aus. Way! Nein, hier. Hübsch. Was jetzt hier wichtig ist, ist dieser Stift. Das ist kein Lippenstift in Blau. Korallblau, Nummer 7. Es ist ein Stift, um den Speicherstand abzusichern. Werde ich immer wieder brauchen. Ich habe aber bisher nur diesen einen Block hier gefunden. Ich hoffe, ich muss da nicht ewig hier hin zurücklaufen. Ja, ich möchte abspeichern. Abgespeichert. Schön. Ah ja, gut. Und das hier ist das Mädchenklo. Nur der Vollständigkeit halber. Spektakulär, oder? Oh, da liegt ja was. Okay. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ah, noch eine Münze. Schön. Komm. Jetzt haben wir zwei. Herrlich. Bin fast reich. Tür ist auf. Warum tue ich eigentlich so, als würde ich...
Egal. Ja, Soli ob sie nachher eine Was ist denn eigentlich irgendwas aus meiner Klasse, über den ich geredet habe? Ich muss gehen, bye bye. Ich wink nur. Ich bin Kim Sung A aus Klasse A. Wer bist du? Ja, ich kann jetzt nett sein oder das Arsch sozusagen auf gut Deutsch. Weil das aber in meiner Natur liegt, bin ich nett. Ja. Bian mich auch. Was ich in der Schule mache? Ja, das ist, wegen so jung, ne? Also, nicht ich bin so jung, sondern so jung heißt meine Flamme, Freundin, was auch immer. Du bist doch in ihrer Klasse. Ja, ich mag sie. Ja. So jung ist, was... Beendet Einsatz! Los! Komm zurück! Schicke eine Einrichtung? Ja, was ich sagen wollte, wie gesagt, die ersten 10 Minuten kenne ich ja. Es ist ein bisschen komisch, so das zu sagen, weil ich es ja schon kenne. Aber bald nicht mehr. Bald sind wir da an der Stelle, wo ich dann nichts mehr kenne. So. Hier ist jetzt gerade die Frau, das Mädchen, das mich gerade so rumgebosst hat. Wollen wir mal gucken, was sie zu sagen hat. Beende deinen Satz. Was ist so jung? Es scheint sehr kalt in der Schule zu sein. Man sieht ihren Atem. Ja, das Spiel hat mir jetzt suggeriert mit dem Fahren, dass ich durch diesen Lüftungsschacht muss, da war noch was, Stift und Notiz, dass ich durch diesen Lüftungsschacht muss, um den Alarm auszuschalten. Sehr nervig. Blablabla, die Lichtanlage ist kaputt, sind vertauscht, müssen neu repariert werden. Hier. Der Lüftungsschacht ist verbunden mit dem Maschinenraum, dem Wissenschaftslabor und dem Mädchen und der Toilette. Dann mal schnell. Ne, ich dachte, ich hätte was gehört. Vielleicht, weil ich das auch nur mit dem Gerne rum. Ja. Ich weiß, dass es meinen Weg blockiert und ja, es ist einleuchtend, dass es so hoch ist. Da, die da. Die blöde Kuh könnte mir ja echt mal helfen hier. Anstatt da in der Ecke zu kauern, davon wird das auch nicht besser. Nur weil ich ein Mann bin, soll ich das machen oder was? Naja. General. So rüstet man Items auf, einfach draufklicken. Bam. Schneller. Boah, das tut so in den Ohren weh. Okay. Schwindbeben. Oh, sehr schönes satanisches Lachen. Sehr einladend. Ich meine, deswegen scheinen da auch sehr viele Kinder im Hintergrund zu sein. Ja, ich tue jetzt erstmal so, als hätte ich nichts gesehen. Das sind schon wieder diese roten Augen. Okay. Nein. Das nervt. Komm schon, dreh schneller. Schneller. Dreh es. Okay. Und? Ah, herrlich.
Dann mit noch diesen dämlichen Alarm. Er nervt. Ja, ja. Komm mal schneller. Schneller. Schneller! Ja, bla bla. Wenn zu viel Strom, um es zu stoppen, muss man das, die Anlage benutzen. Und sei vorsichtig, wenn du die Anlage benutzt, weil die Kabel vertauscht sind. Schön. Ja, aufmachen. Ach du meine Güte. Ja, natürlich. Kein Licht. Licht. Hübsche Inneneinrichtung, wie gesagt, ne? Also, ich weiß nicht, ob das hier das rote irgendwie koreanische Zeichen sein sollen. So, schnell das hier ausmachen, würde ich sagen. Okay. Nein. Scheiß Puzzle, Rätsel. Oh, ja, hör auf. Meine Güte, so. Nein, auch falsch. Ah. Okay. Auch falsch. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ah, geschafft. Ah, Stille. Meine Ohren. Ich nehme an, eure Ohren tun auch weh. Okay. Was soll mir jetzt mehr Sorgen machen? Dass die Tatsache, dass jetzt der Raum wieder komplett normal ist? Oder dass da so ein komisches im Hintergrund ist? Mist, ich kann aber auch nicht rüber gucken, ey. Okay. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, jetzt kommt nichts. Ein Schlüssel, ja. Okay. Okay. Und irgend so ein Glitzerding, was sich dreht. Ein Amulett, natürlich. Ich kann auch Magie sehen. Amulett des Eisens. Ein Amulett mit mysteriösen Eigenschaften. Mit dem Kanji für Eisen, beziehungsweise Metall. So viel weiß ich. Das ist nicht koreanisch. Okay. Ach, hast du diese Stille. Herrlich. Okay. Ich bin einfach nur glücklich, dass es aus ist. Verschlossen. Verschlossen. Okay. Wie wäre es dann mit dem Schlüssel? Ausrüsten. Nein? Okay. Nein, will er nicht. Dann müssen wir wieder durch die Schacht. Ich komme noch nicht rauf, weil ich nicht springen kann in dem Spiel. Ja, eine große Box. Schön. Okay. Aber ich kann trotzdem nicht darauf, oder wie? Sieht nicht so aus. Hm? Oh. Was ist das denn? Arcturus. Okay. Das lacht er vorher nicht, oder? Was ist das denn? Eine Spielepackung? Wenn du alle... Oh, okay. Das war mir jetzt neu. Kann ich nicht trotzdem darauf? Na gut. Okay, das ist der Wissenschaftsraum. Das Labor. Ist nichts. Ach, da liegt was. Aha. Mit jetzt. Übungsguide. Laufen. Laufen verbessert die Entfernung, die man laufen kann. Die Strecke, die man laufen kann. Und verringert Müdigkeit, nachdem man es tut. Einleuchtend.
Es ist eine einfache und effektive Übung, die einen fit hält. Aber sei vorsichtig, wenn du läufst, wenn du dich überanstrengst. Wenn du Probleme mit der Atmung hast oder dich komisch fühlst, dann nimm lieber eine Pause, bevor du wieder läufst. Okay. Also darf ich nicht zu viel laufen, ich muss gehen. Das ist aber langweilig, weil es langsam ist. Okay. Mist. Ah. Ja, du sagst auch. Also erstmal habe ich eigentlich gedacht, da wird jetzt ein Monster kommen, weil ich jetzt so komisch geguckt habe, weil das so eine komische Cutscene war. Und dann schießt du da einfach, du blöde Kuh. Das Maschinenlabor sah komisch aus, oder, ja, eigentlich eher das. Ja, das ist logisch. Oh, Krankenhaus und Krankenhaus. Nett. Erst ein Folterkammer, dann Krankenhaus und jetzt eine Schule. Achso, ich kann nicht raus und ich kann nicht rein. Und, also wenn ich nicht raus und nicht rein kann, wie kommst du raus? Ich bin hier, bis unsere Kühe kommen. Oh, ich hasse sie. Kann ich ja einfach eine Ohrfeige verpassen? Ja, genau das will ich doch. Ich will dir eine Ohrfeige verpassen. Ich halt. Ja, also so ungefähr bis hier kannte ich das Spiel. Hatte ich gespielt, geprobt. Und jetzt speichere ich ab. Genau. Jetzt speichere ich ab. Gespeichert. Und würde dann diesen Part beenden und im zweiten Part geht's dann blind weiter. Ich würde mich natürlich über jegliche Kritik, positiv oder negativ, freuen. Sagt mir, wie es euch gefallen hat, wie euch das Spiel gefällt, weiß auch nicht, schreibt einfach nur eure Lieblingsfrucht in die Kommentare, oder, ja, irgendwie sowas. Was liegt denn da oben? Kann ich das nehmen? Egal, gucke ich nachher beim nächsten Mal. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns in einem zweiten Part wiedersehen. Man riecht sich, bye bye. Morgens 9:30 in einer Schule, die vorher ein Krankenhaus war, das vorher ein Foltergebäude war. Ja. Hey ihr! Ich weiß, viele von euch sind schon auf das nice Sly Cooper Game gespannt. Thieves in Time. Dummerweise habe ich die Anordnung bekommen, über keinerlei Geheimnisse zu reden. Wie soll ich das schaffen alleine? Der Computer macht nichts! Der steht nur drumrum!